Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ja, ich begrüße euch zum Hardware-Video oder beziehungsweise Hardware-Check erstmal, wo wir checken werden, ob und wie das alles vernünftig funktioniert. Und wie, ob das mit dem Anschließen alles vernünftig klappt. Ich habe die erste Box schon bei der Fritzbox hingestellt, mit LAN an die Fritzbox verbunden. Und ich kann euch jetzt leider nicht alles zeigen, weil da sieht man halt meine Netzwerkdaten. Und in der App kann ich halt sehen, dass die angeschlossen ist. Ja. Wenn ich da dann raufklicke, Seriennummer, da kann ich euch jetzt nicht zeigen. Das Web-Oberfläche, das ist bei mir im Netzwerk, das kann ich zeigen. Und dann kann man dann praktisch, so sieht denn das aus. Da hat man dann praktisch hier die LED, kann man ausschalten, nach Firmware suchen. Ich habe schon aktualisiert. Und hier ist die Web-Oberfläche. Ja, da muss ich jetzt erstmal mein Passwort eingeben. Moment. So. Und so sieht das dann aus. Und hier unten steht der Modus als Access Point einrichten. Als Access Point. Ja. Jetzt zeige ich euch gleich mit dem zweiten, wie das funktioniert, dass das als Access Point ist. So. So. Und jetzt schließen wir, den zweiten haben wir schon angeschlossen. Der ist hier, also ich habe schon Strom angemacht. Der ist schon nicht mehr rot, da leuchtet der grüne Punkt. Das heißt, dass er bereit ist. Und wenn die verbunden sind, die Linien zeigen dann an, wie doll die Verbindung ist. So, jetzt gehen wir hier oben auf das Pluszeichen, da oben. Und dann sagen wir, was wir anschließen wollen. Wir sagen dann einfach hier unten Repeater 4500. So. Hab das Gerät eingesteckt. Genau, dann ist alles selbsterklärend. Das Gerät ist eingesteckt. Dann sagt er da, leuchtet die grüne Lampe. Da sage ich, ja, leuchtet dauerhaft grün. So. Repeater im Normalmodus. So, dann kann man dann hier aussuchen, Repeater im Normalmodus oder als Access Point. Wir haben ja schon einen als Access Point. Also bei dem Einstellen von dem ersten, da bin ich auf Web-Oberfläche gegangen und dann war da das, dass ich als Access Point einrichten konnte. So, als Normalmodus. Dann fragt er hier, Repeater-Netzwerk einrichten, WLAN mit Hilfe der WPS-Klon-Funktion oder mit der App. Wir wollen jetzt mal mit der App versuchen. Verbindung mit dem Devolo. Repeater, WLAN, Einstellung öffnen. Gerät mit dem Repeater WLAN verbunden. Gerät ist mit dem Repeater WLAN verbunden. Nee, ist es nicht. So, WLAN-Einstellung öffnen. So, dann nehmen wir erstmal das WLAN. So, da haben wir einmal WLAN, Devolo, Vive. So, da sind wir verbunden. Fertig. Gerät ist mit dem verbunden. So, das mobile Gerät ist nicht mit dem richtigen WLAN verbunden. Bitte verbinden Sie das mobile Gerät mit Devolo Wi-Fi 6 Repeater. So. Jetzt sucht er hier gerade nach WLAN-Geräten. Ich gucke auch noch mal gleichzeitig. Ich habe das eine nämlich Basis genannt.
Will er gerade nicht? Wieso will er nicht? Entfernen. Entfernen. Ich habe nämlich die Basis, weil damit man nicht auch sieht, dass was anderes ist, habe ich nämlich die Volo Home Netz genannt. Das ist das WLAN von der Basis. Damit verbinde ich mich jetzt. Jetzt bin ich mit der Basis verbunden. So, jetzt sucht er wieder. Zurück zur WLAN-Auswahl. Ja, mein. Kann nur sein, dass es wieder mein Xiaomi ist. Das hat nämlich momentan so ein bisschen Probleme mit WLAN. Also kackt mir halt öfters mal ab oder. Ich habe irgendwie keine Verbindung mehr, kein gar nichts. Also mobile Daten nicht, WLAN nicht. Dann muss ich es erst neu starten, dass das funktioniert. So, Gerät ist mit Repeater verbunden. Das mobile Gerät ist nicht mit dem richtigen WLAN verbunden. 6 Repeater. So, hiermit muss ich es verbinden. Bitte verbinden Sie Ihr mobiles Gerät mit Devolo Wi-Fi 6 Repeater. Wi-Fi-Repeater, genau. Damit verbinden wir das. Jetzt sind wir mit Devolo Wi-Fi-Repeater verbunden. So. Ja, Gerät ist mit verbunden. Ich habe Verbindung hergestellt. So, das Einzige, was er mir anzeigt. Und das ist es. Verbinden Sie die Volo Wi-Fi 6 Repeater. WLAN-Einstellung öffnen. Sechs Repeater. Wi-Fi 6. Das ist das.
fertig. Gerät ist mit dem Repeater WLAN verbunden. Das mobile Gerät ist nicht mit dem richtigen WLAN verbunden. Ich habe Verbindung hergestellt. Sagt er das? Er sagt, ich bin nicht mit dem richtigen WLAN verbunden. Ja, das hat ja auch noch kein WLAN, das ist ja auch noch gar nicht angeschlossen. Also praktisch ist angeschlossen am Strom, aber ist ja noch nicht mit WLAN verbunden. Weil hier hat es ja noch kein, also WLAN schon, aber es hat ja noch kein Internet. Wählen Sie WLAN-Netzwerk für die Einrichtung aus. Oder nicht? So. Ich verbinde jetzt mal mit dem Devolo Home Netz. So. Fertig. Das mobile Gerät ist nicht mit dem richtigen WLAN verbunden. Nochmal. Repeater. Ja. Repeater in Steckdose habe ich. Leuchtet. Repeater als Repeater Normalmodus verwenden als SS Point. Repeater mit über LAN-Kabel anstatt WLAN. Nö, Normalmodus. Repeater-Netzwerk einrichten. Der Wi-Fi-Repeater kann ganz einfach mit Hilfe der WPS am Router eingestellt werden. Bitte lesen Sie in Bedienungsanleitung des Routers nach, ob Wi-Fi. Ich würde aber gerne über die App versuchen einzustellen. Die WPS-Funktion ist ja einfach, da brauche ich ja nur den Knopf drücken. So. Öffnen Sie WLAN-Einstellungen und verbinden Sie sich mit Devolo WLAN. Wenn der Repeater WLAN noch über keine Internetverbindung verfügt, zeigt Ihr mobiles Endgerät möglicherweise eine Warnung. Mit und beim Versuch des Verbindungsaufbaus an. Auf manchen Geräten muss die Verbindung zu einem Repeater WLAN bestätigt werden. Kehren Sie zur App zurück, um Installation fortzusetzen. So. Okay. Also ich soll mich wirklich mit dem Devolo Wi-Fi Dingsbums verbinden? Dann machen wir das. So, wir sind verbunden. Ich gucke aber auch gleich mal, ob ich Internet habe. Was? Devolo Wi-Fi 6 hat keinen Internetzugriff. Doch, das ist doch richtig so, dass er keinen Internetzugriff hat. WLAN Netzwerk Devolo hat keinen Internetzugang. Verbindung bleiben? Ja. So, jetzt. Also das muss definitiv das Richtige sein. Es hat nämlich keine Internetverbindung. So, jetzt gehen wir wieder zurück. WLAN einstellen. Gerät ist mit Repeater WLAN verbunden. So. Wählen Sie WLAN-Netzwerk für die Erweiterung aus. So, jetzt sucht er hier. Ach, jetzt wird mir auch mal was angezeigt. So, und dann nehme ich halt das Devolo, also
ich könnte jetzt praktisch den Orbi nehmen, dann könnte ich Devolo HomeNetz nehmen, Fritzbox 2,4 GHz. Ja, und komischerweise die MP-Fritzbox wird mir auch angezeigt. Die, es ist sehr kurios, die 5 GHz wäre mir gar nicht angezeigt. Ich habe ja die Fritzbox auch 5 GHz. Ich gucke mal nochmal nach. Die sind auf jeden Fall da. Also die ist da, die 5 GHz Verbindung. Weil ich habe bei mir das in der Fritzbox nämlich getrennt. Warum habe ich sie getrennt? Weil wegen den Smart Home Produkten, die brauchen nur eine 2,4 GHz Verbindung, die funktionieren nicht mit 5 GHz. Die alten Fire TVs hatten Probleme mit einer SSID, wo 2,4 und 5 GHz praktisch den gleichen Namen hatten. Deswegen habe ich das im Router getrennt und das heißt dann halt Fritzbox 2,4 GHz, Fritzbox 5 GHz, damit die Smart Home Sachen alle darüber laufen, weil da ist auch die Bandbreite länger, die 2,4 GHz geht auch ein Stück weiter als das 5 GHz hier in der Wohnung, weil halt die Wellen anders sind. Ich habe mir das mal alle durchgelesen, ist aber schwer jetzt gerade zu erklären. Und ja, und halt, weil die Fire TVs und noch, was war noch, der Blu-ray Player und irgendein Gerät hatte noch ein Problem, dass wenn es ein und dieselbe SSID war. Deswegen habe ich da halt zwei draus gemacht und dann ist es auch besser gelaufen. Ja? So. Ich nehme jetzt einfach, weil ich wollte ja sowieso das Devolo HomeNetz nehmen. Ausgewählte WLAN fortsetzen. So, Passwort. Da muss ich jetzt mein Passwort eingeben, was ich dem Netzwerk gegeben habe. So. Jetzt sagt er hier 3 Minuten an. Und hier habe ich, müsste er dann gleich verbunden sein. Es blinkt schon. Wir können in der Zeit, wo der das jetzt macht, schon mal vorbereiten. Darauf und darauf und die Xbox anmachen. Wechsel zu HDMI 4. Ich mache extra jetzt mit Fernbedienung, damit so, damit ihr das jetzt, also damit ihr nicht das A-Wort hört. So. Er ist jetzt hier schon verbunden. Ich stelle den mal kurzzeitig beiseite. Und wir machen mal kurz ein... Ich habe nämlich hier schon die Kabel rausgezogen. Wir machen mal kurz einen Verbindungstest, damit wir halt vorher nachher wissen. Einstellungen, allgemein Netzwerk, Netzwerkstatus, Netzwerkgeschwindigkeit und Statistik testen. So, hier ist jetzt schon 3 Striche, also praktisch der Punkt und 2 Striche zu sehen. So, stell ich mal hier hin. Die App sagt immer noch 1 Minute zum Konfigurieren. So. Hier arbeitet er jetzt gerade. Das mache ich euch mal gerade so hoch, dass ihr das sehen könnt, gleich wie der Netzwerkstatus ist. Weil leider kann ich das nur mit der, Xbox, die ist da am genauesten, und dem Fire TV. Aber dann beim Fire TV sehen wir kein Upload. Testen, weil die PlayStation erstmal das nie genau gemacht hat und momentan irgendwie der Upload maximal 3 Mbits angezeigt wird, warum auch immer, obwohl es mehr ist. So, jetzt sind wir da. Also wir haben jetzt eine Downloadgeschwindigkeit von 188,91 Mbits, eine Latenz von 171 Millisekunden,
Upload-Geschwindigkeit haben wir 43 Mbits, Paketverlust 1%. Ja, wir können ja nochmal starten. Also das ist selten, dass ich da Paketverlust von 1% habe. Normalerweise habe ich 0% Paketverlust. So, jetzt sind wir hier auch mit dem Devolo-Netzwerk verbunden. Verbindung mit Devolo Heimnetz WLAN. Das Gerät mit Devolo Heimnetz verbunden. Was? Verbindung mit dem Devolo Home Netzwerk WLAN. Gerät ist mit bin hier raus. Der hat schon wieder hier. Das Gerät ist mit dem Devolo-Heimnetz verbunden. So, Installation. Ja, ich musste nochmal ins Devolo-Heimnetz, weil der mich gerade rausgeschmissen hat und dann ins Orbi gegangen ist. Installation abgeschlossen. Platzierungstipps öffnen, Netzwerkübersicht öffnen. Wenn wir jetzt Platzierungstipps haben, ja, dann zeigt er uns dann halt so eine Karte an und wo jetzt am besten die platziert werden. Also ist jetzt nicht die Originalkarte von meiner Wohnung, klar. Aber so, und wenn wir Netzwerkübersicht öffnen, dann sehen wir jetzt hier praktisch, dass beide mit dem verbunden sind. Mit dem Internet. Ich habe eigentlich gedacht, dass er denn halt hier zeigt, dass er mit dem Devolo Home Netz verbunden ist und dann ins Internet geht, aber beide sind, haben halt Anzeichen, dass sie ins Internet gehen, aber naja. Der hat jetzt auch 4803 Mbits hatte ich. So, Web-Oberfläche öffnen. So, ich sehe jetzt hier Systemdaten. Die kann ich euch leider nicht zeigen. Wir sehen auch, dass wir dann, also kann ich euch, Anschluss 1 nicht verbunden, Anschluss 2 nicht verbunden. Signalstärke ist gut, also auf Orange. Obwohl das Ding hier, also steht ja hier. Ja, und da hinten ist praktisch die Basisstation. Die ist nicht weit weg und ich habe nur gut. Ich habe das gut, dass es hier auf der Ecke wenigstens ist. Wenn es jetzt an einer anderen Ecke vom Raum wäre, wird es noch schlechter. Weil die Wände sind, die schlucken hier so viel, das ist abnormal. So, 2,4 GHz, aktueller Kanal 6, Netzwerkname Devolo Home Netz. 5 GHz, Kanal 64, Netzwerkname Devolo Home Netz. Achso, das kann man dann bestimmt auch wieder einstellen, wie die heißen soll hier. Aber ne. Oder dass man dann halt die trennen kann oder so. So. Hier können wir auch einen Geschwindigkeitstest machen über die App. So. Aber jetzt haben wir hier praktisch die 191 und halt 42 Upload. Jetzt nehme ich mir das hier einfach mal. Und stöppel das hier ran. So. Stell das mal auf die Gigagate drauf. So. Ach Mensch, der Kabel ist zu schwer hier. So. Ich habe es jetzt mal hier auf die Gigagate draufgestellt. So. Und wenn ich jetzt hier gucke, Web-Oberfläche. So, ich bin jetzt verbunden. Hier muss ich zuhalten. An LAN 1 ist jetzt verbunden.
Und jetzt gehen wir einfach hier nochmal zurück. Statistik und Geschwindigkeit. Und jetzt testen wir nochmal die Geschwindigkeit. Also es ist ein Rauf und ein Runter. Das ist nie ganz hundertprozentig. Und auch nie das gleiche. Ich habe von 180 bis 200 schon alles gehabt. Also seit ich die 250er Leitung habe. Also 20, 30 Mbits ist überhaupt kein Problem. Das kann beim gleichen Gerät so ja so schwanken. Also das muss man einkalkulieren. Krass wird natürlich, wenn er jetzt sagen würde, ja 91 Mbits anstatt 191 oder halt 100, 250 oder 225, also die Originalgeschwindigkeit, die mein Netzwerk hergibt. 188, 42 im Upload, Paketverlust 0. So, jetzt machen wir nochmal. Und Wi-Fi 6, da kannst du halt, ist halt die Übertragung auch von den kleinen Geräten halt besser, die halt nicht so eine hohe Power haben. Also da wird halt nicht alles, muss man auch nicht ständig, die Geräte müssen auch nicht ständig online sein. So wie bei alten WLAN, da war ja eine ständige Verbindung, da sind dann halt bei Smart Home Produkten, wo Batterien drin sind, halt die Batterien schnell leer geworden. Das soll mit dem neuen Standard nicht mehr sein, weil nur temporär dann angefunkt wird und dann halt nicht ständig auf eine Dauerverbindung sein muss, habe ich gelesen. Ich bin mal gespannt. Mir geht es nur darum, dass ich halt eine stabile Leitung habe, dass ich mit euch zocken kann, schnell runterladen kann. 188 und 39. So, machen wir noch einmal einen Test. Und danach. Suche nach neuen Endgeräten. So, oh, 194. Das ist gut. 43 Mbits im Upload. Das ist so gut. So, jetzt versuche ich es nochmal hier über das und sage hier den Geschwindigkeitstest. Irgendwie kann ich mich aber hier halt bei Speedtest nicht anmelden gerade. Wenn ich halt über die Vodo online gehe, kann hier oben der Anmelde-Button fehlt irgendwie, keine Ahnung, oder wird mir nicht angezeigt. So, hier haben wir dann eine Download-Geschwindigkeit von 187,99, ein 18er Ping und ein Upload von, wird so um die 43 sein oder so. Ist noch dabei beim Berechnen. Ja, 43. Ja, machen wir weg. So. Dass ihr das auch seht. Das ist jetzt direkt über die Divolo-App. Aha. Ein direkter Speedtest halt von der, also praktisch von hier bin ich mit gerade verbunden und da mache ich gerade einen direkten Speedtest oder habe den Speedtest gemacht. Ja, 100 noch was, das ist eine gute Verbindung. 43 Mbits im Upload, das ist doch ganz knorke, würde ich sagen. Ja, also einrichten habt ihr Sinn, funktioniert sehr schnell, Kabel ran. Und einfach dem befolgen, was die sagen. Ja, hier ist meine Gigagate, die ist jetzt gerade gekippt, weil die kann ich jetzt auch nicht mehr bewegen. Die hat irgendwas, irgendwas ist kaputt. Wenn ich sie bewege, ist das Internet weg. In der Position hält es gerade. Und dann werden wir das jetzt mal testen. Und ich werde auch ab und zu zum Orbi umschalten. Ich werde die jetzt, deswegen sieht jetzt ein bisschen doof hier aus mit den ganzen Kabeleien, dass die hier so liegen und hängen. Aber ich muss die halt immer wieder öfters umtauschen zwischen Gigagate und
dem Repeater und dem Orbi und dann werde ich da mal ein paar Speedtests machen, gucken, wie die Verbindung ist, ob ja, wo es sich unterscheidet, ob sie sich schnell verbinden, nicht schnell verbinden. Also bis jetzt habe ich mit allen Geräten nur positive Erfahrungen gemacht hier. Leider, die GigaGate gibt es ja nicht mehr. Die würde ich mir noch mal wünschen. Die würde ich mir noch mal wünschen. Ich liebe die. Die hat 5 Anschlüsse, ja, und hat eine schöne Verbindung zur Basis gehabt. Und du hast die hinten verstecken können. Hast deine Geräte angeschlossen, war hinten versteckt, bumm. Und alle Geräte, die du brauchst, die haben Internet. Naja, das soll es jetzt soweit auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Ich werde das jetzt erstmal testen. Und dann werde ich in 1, 2 Wochen dann nochmal ein kleines Fazit-Video machen, wie sie sich jetzt geschlagen hat, also wie der Repeater sich geschlagen hat in der Access Point-Variante mit dem Verbinden her. Also ich habe ja hier, bin ja hier mit dem. Hoppala. Stimmt, ich habe ja den LAN-Kabel dran. Ich bin mit ihm ja nicht direkt an der Fritzbox dran, sondern zum anderen Repeater. Ich bin mal gespannt. Also bis jetzt, ich glaube nicht, dass da was Schlechtes bei rauskommt, weil ich habe da eigentlich mit Devolo nur sehr gute Erfahrungen gemacht. Dann kann ich nochmal einen Test machen. Uiuiuiui. So, ich gerade nochmal einen Test. Und dann würde ich das auch erstmal abschließen. Bin mal gespannt. Ja, die anderen Geräte müssen ja nicht unbedingt. Mal halt an die per LAN schließe ich halt nur die PlayStation und die Xbox an. Hoppala. So. 194. Oder wird ja immer mehr, ey. 194,99. Also kann man sagen, auf rund 195 und 43 Mbits im Upload. Also das ist eine verdammt schöne. Das ist eine verdammt schöne Geschwindigkeit, muss ich sagen. Dann würde ich jetzt hier auch erstmal einen Schlussstrich ziehen. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.